Wir sind im Everparadies angekommen und es ist eine künstliche Insel, auf der es jede Menge Pokémon gibt, die zum Schutze hier sind, weil ihr Überleben vom Aussterben bedroht ist und irgendwie, keine Ahnung. Dürfen wir der Aether Foundation trauen oder nicht? Wir können uns jetzt hier ein bisschen umschauen und das werden wir heute machen. Trainerkämpfe wird es vermutlich nicht geben und auch Bekanntschaft mit wilden Pokémon wird wohl eher nicht drin sein. Dennoch frage ich mich, ja. Liege ich falsch mit der Vermutung? Viele vermuten ja, dass es sich bei Starmie, einem Pokémon der Kategorie Mysteriös, in Wahrheit um einen Stern vom Nachthimmel handeln könnte, der einfach seine Gestalt verändert hat. Was, wenn die Pokémon uns bloß benutzen, damit wir uns um sie kümmern? Tja, das sind so Gedanken, die mir ab und zu kommen. Ah ja, da gibt es auch diese interessante Theorie mit den Hunden, ne? Man fragt sich ja, ob die auch irgendwann mal wild waren. Und ja, tatsächlich, nur waren die so schlau und haben sich dem Menschen halt angepasst, weil der ihm halt als Dankeschön halt Essen gibt. Das heißt, seine Überlebenstaktik war dann schon viel leichter und viel sicherer. Und ja, so kommt es halt, dass der Hund jetzt der beste Freund des Menschen ist, ne? Ob irgendein Hund einmal gefangen genommen wurde, ist, weiß ich jetzt nicht. Aber dass die Hunde selbst drauf gekommen sind, so Schutz zu kriegen, ich glaube, das ist ja, sehr wahrscheinlich. Meine süßen, geliebten Pokémon, ich werde immer dafür sorgen, dass ihr sicher seid. Ich beschütze euch mit meiner Liebe. Nanu? Wer ist das jetzt? Ah, die Präsidentin, oder wie? Blackstar und Tali. Ich heiße euch im Aether-Paradies willkommen, der Privatinsel der Aether Foundation. Ich bin Samantha, die Präsidentin der Foundation. Es freut mich wirklich sehr, euch endlich kennenzulernen. Ich bin froh, dass es Menschen wie euch gibt, die auf ihrer Inselwanderschaft mehr über Pokémon erfahren wollen. Bedauerlicherweise gibt es auch schreckliche, egoistische Menschen, die Pokémon ohne Rücksicht auf deren Wohlbefinden dafür einsetzen, Profit zu machen. Aber genau deswegen bin ich ja hier. Ich schlüpfe für die Pokémon in die Rolle einer Mutter und überschütte sie mit meiner Liebe. Selbst Pokémon aus fernen Welten, fernab der Alola-Region, sind meiner Liebe würdig. Wow, Samantha, was du alles machst, Präsidentin solch einer großen Organisation, und das, obwohl du doch noch so jung bist. Nicht doch, Tali, mir so zu schmeicheln, da verzeihe ich dir sogar das Duzen. Das Duzen. Ich bin schon über 40, musst du wissen. Guter Witz. Okay. Im Ernst jetzt? Jetzt sei doch nicht so schockiert. Ein guter Look kann eben Wunder wirken. Bei der Gelegenheit, Tali, dein Outfit könnte durchaus etwas peppiger sein, wenn ich das mal so anmerken darf. Wenn du möchtest, kann ich dich gerne mal bei einem Einkaufsbummel beraten. Ich weiß nicht. Dein Stil ist schon ziemlich speziell, Lilly. Steht das sicher total. Aber mir? Jetzt mach dir mal keine Sorge. Überlass das alles einfach mir. Kinder wären ohnehin viel zufriedener und glücklicher, wenn sie auf das hören würden, was Erwachsene ihnen sagen. Oh. Diese Erschütterung, kam das aus dem Untergeschoss?
Oh nein. Eine Überbestie? Ultrabestie? Ja, tatsächlich. What the fuck? Du kommst du aus einer anderen Welt? Fiep, fiep. Samantha, sei vorsichtig, irgendwas stimmt mit dem Ding nicht. Ich dachte, diese Ultrabestien seien rücksichtslos, aber du arme Kreatur. Ich frage mich eh, ob man die als Pokémon abstempeln kann. Also ich persönlich habe Angst vor denen. Sie sind total gruselig, also und bedrohlich. Na, das hier geht noch, aber schaut euch mal die Elektro-Überbestie Voltia an. Fiep, fiep. Was kommt zu einem Kampf? Fragezeichen erscheint, okay. Fühlt sich in einer besonderen... Ja, okay. Verteidigung. Die Verteidigung ist stark. Das ist Wasser, ne? Müsste eigentlich Wasser sein. Ich meine, das ist eine Qualle. Dann versuch mal Blattwerk. Giftschock. Kurzen Moment. Oh, Besuch. Naja, egal. So, also die Ultrabestie bringt uns schon mal um. Das ist nicht so geil. Pokebälle werde ich nicht benutzen können, weil hier ist das interaktive Feld halt da, um Pokémon halt zu unterbinden. Also Trainer zu unterbinden. Was mache ich denn jetzt? Hä? Was soll ich denn gegen... Der wird mich doch eiskalt abmurksen. WTF? Zum Teufel. Level 27. Ey, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und es kommt dauernd mit Giftschock, das gibt's doch nicht. Aha, was ist effektiv? Okay. Ist es doch kein... Ist es ein Gift-Pokémon? Sieht nämlich aus wie Wasser, ne? So eine Qualle halt. Lol. Okay. Krass. Hey Leute, und habt ihr das gerade gehört? Ich hab versucht, es auszuschalten, ne? Aber ich hab's nicht gefunden. Dreckscomputer, immer mit seinem scheiß Update. Immer wenn es zu spät ist und wir kriegen Taucher. Oh. Ja, Taucher ist eine geile Attacke. Zeig mal, was das, physisch, ja. Physisch ist jetzt nicht so nice und ist auch sehr langsam. Hm. Aber ja, im Tausch gegen rechte Hand, warum nicht, ne? Endlich mal eine anständige Attacke. So. Und wir haben diese Ultrabestie besiegt. Unglaublich. Dass das möglich ist. Und, oh, ganz schmutzig. Nee, warte mal. Handtuch. So. Der arme Fisch. So. Schön sauber reiben. So gefällt ihm das. Na los, iss. Oh ja, und jetzt noch streicheln. Das mag es. Ja, schon 4 Herzen. Schön. Aber holy shit. Ich bin gespannt, was das wird mit der Ultrabestie. Verschwunden.
Ich hatte es schon befürchtet. Wir brauchen wohl doch das kleine... Ich hätte nie zulassen dürfen, dass es entführt wird. Hä? Was meinst du damit, Samantha? Was ihr eben gesehen habt, war eine Ultrabestie. Ein Wesen aus einer unbekannten Dimension, das durch eine Ultrapforte zu uns stieß. Es muss verängstigt gewesen sein, immerhin wurde es ohne Vorwarnung in unsere ihm völlig unbekannte Welt gebracht. Ich musste ihm helfen, ihm mit bedingungsloser Liebe begegnen. What the fuck? Ihr beiden, ich danke euch. Pia, wir sollten nicht vergessen, dass unsere beiden Gäste eigentlich auf Inselwanderschaft sind, richtig? Bringen Sie bitte zur nächsten Insel. Natürlich. Ich werde nachsehen, ob meine geliebten Pokémon allesamt wohlauf sind. Außerdem muss ich noch mit Fabian reden. Ich hoffe, er kann mir erklären, was da unten vorgefallen ist. Oh, das Wichtigste hätte ich fast vergessen. Ich sollte schnellstmöglich alles in die Wege leiten, damit meine Aether Foundation in der Lage ist, auch Ultrabestien in ihre Obhut zu nehmen. Ich traue der ganzen Sache nicht. Dann werde ich euch mal nach Ula Ula bringen. Keine Ahnung, Leute, ich weiß einfach nicht, wohin mit Aether. Ich weiß es einfach nicht. Naja, wenn wir die Story durchspielen, dann werden wir sicher schon erfahren, ob Aether Foundation clean ist oder ob sie nur so tun. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal eine Ultra-Pforte sehen würde. Das muss ich unbedingt Professor Burnett erzählen. Ja, dieser Unfall oder wie man es nennen will. Mir fehlen leider die Worte, aber ich bin froh, dass ihr es so positiv seht. Es war wirklich schön, euch beide getroffen zu haben. Hier ein kleines Andenken an den heutigen Tag. Ein Mala, Sada und eine Term. Wow, ein Maximala Sada. Was auch immer das ist. Findet ihr nicht auch, dass leckere Sachen noch besser schmecken, wenn man sie teilt? Ja, ich weiß, was du meinst. Nichts geht über eine leckere Mahlzeit, die man sich mit lieben Menschen teilen kann. Ach ja, Blackstar, das hier ist für dich. Thermphysiogenese, ja super. Hau einfach mal die stärkste Psychoattacke raus. Geil. Geil, geil. Ich bin mir sicher, das werden wir noch brauchen. Das hoffen wir auch. Vielen Dank, Pia. Yay. Auf nach Ula Ula. Die dritte Insel von 5, also besser gesagt von 4 natürlichen, heißt wir sind doch schon bald am Ziel. Die Ultrapforte gibt es also wirklich und die Ultrabestien auch. Oh mein Gott. Ich bin schon gespannt, was uns auf der nächsten Insel alles erwartet. Wie mein Charakter einfach nur nach vorne schaut so, oh mein Gott, was sind wir da? Möchtest du was abhaben? Ja, hau rein. Mann, war das lecker. Schade, dass nichts mehr da ist. Okay. Und ich bin mir sicher, dass wir von Ula Ula wieder zur Aether Foundation fahren und von Aether Foundation auf die vierte Insel. Naja, ich bin gespannt, was wir hier vorfinden. Oh, eine Pagode. Okay. Hutzasa! Da wären wir und diesmal ganz ohne Stolpern. Oh, das ist aber jetzt wirklich asiatisch. What the fuck? Ula Ula sieht auf den ersten Blick ganz anders aus als die bisherigen Inseln.
Kann es sein, dass Hawaii irgendwie auch asiatische Wurzeln hat? Also ich war noch nicht auf Hawaii, dann müsst ihr mir schreiben, aber mir wäre sowas nicht bekannt. Weißt du was, Blackstar? Holen wir unsere Pokémon raus und kämpfen. Ein Abschlusskampf? Ja, gerne. Aber ich hoffe, dass mein Vogel nicht tot ist. Ah, er halt, okay. Na dann mal los, meine Freunde. Letzter Kampf für heute und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Pokémon Sonne wieder. Bis denn. Tja, aber wir sind noch nicht ganz am Ende des Parts. Erstmal noch den Kampf hier gegen... Oh, Alola Raichu. Nice. Wie war das? Pflanzen sind normalerweise im Vorteil gegen Elektroattacken. Genau. Oder auch nicht. Ja, dann halt nicht. Ah, nee, warte mal. Das hat irgendwie noch einen Double-Type. Okay, ich verstehe. Was machen wir denn da? Kommt Z-Kraft. Und Brillantenpracht. Psychokinese. Oh. Unglaublich, dieses Raichu. Okay, aber wir haben ja noch andere gute Attacken. Zum Beispiel beim Pulli, obwohl. Hat dieses Raichu Schweben? Ich hoffe jetzt mal nicht. Lehmschelle. Ja, Psychokinese ist sau stark. Ist das Elektro-Psycho? Ja, wie scheint. Ach, wie kriege ich den denn down? Psychokinese, ne? Ist so eine heftige Attacke. Smog. Oh, jetzt spammt der Psychokinese hier tot. Das gibt's nicht. Das gibt's doch einfach nicht. Ich kann nichts gegen den machen. Donald Trump? Keine Ahnung. Ja, der hat doch nur eine Bodenattacke. Aber ich bin nicht schnell genug. Boah, ich bin einfach nicht schnell genug. Das gibt's nicht. Das gibt's einfach nicht. Okay, der überlebt das Ganze wenigstens mal. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Damon sinkt die Genauigkeit. Oh, Entschuldigung für die Lisa. Und jetzt geht auch schon die Psychokinese daneben. Oh. Trump, du bist unsere Rettung. Jetzt nicht mehr. Dann Felix zockt, macht alles wieder mal. Aber wenn jetzt eine Elektroattacke kommt, ne, dann wird das ein bisschen hässlich. Ja, mach mal Finte. Psychokinese wird abgewehrt. Okay, und die Finte ist effektiv. Das ist saugeil. Und kriegt so viel Erfahrung, ne? Flamara. Okay, Flamara ist direkt weg. Kein Problem. Lacke. Mensch, dann kommt noch sein Starter. Da habe ich aber ein Problem. Denn meine Pokémon sind alle down. Die gegen ein Wasser-Pokémon antreten können. Ich weiß jetzt nicht, was der zweite Typ des Wasserstarters ist. Aber gut, ich habe ja sicher auch noch einen Beleber. Von daher ist das hier kein Problem. Tja, aber das stärkste Pokémon ist wirklich Felix zockt zurzeit. Marikek. Nee, warte mal, was ist denn Marikek? Hä? Heißt der so? Tatsächlich, okay. Ja, dann macht man Finte, da steht ja effektiv, warum denn nicht? Ja, Blubber ist schwach gegen mich. Ist Level 29, könnte ich theoretisch... Ja, ich glaube, ich werde... Ich werde Benbing wiederbeleben.
Dann hätte er auch ein bisschen Training. Also ich habe keinen Beleber mehr. Doch. Da ist doch einer. Ja, Benbing kommt wieder zurück. Und der kommt wieder mit Blubstrahl. Das macht aber nichts. So, wechseln wir. Auf Benbing. Und ich bin mir sicher, dass jetzt wieder Blubstrahl kommt. Ja, das Spiel ist so korrupt, ne? Ist unglaublich. Aber nur eine Wasserattacke. Das denke ich, wird mein Pokémon überleben. Ja. Jetzt noch schneller sein und dann bist du down. Ah, warte mal, ich setze selbst auch. Ja, genau, warum nicht? Hier, selbst kommt meine Z-Attacke auch. Take that. Dann lernst du mich kennen. Brillante Blütenpracht. Und weg mit dir. So. So ist gut. Und Level 29 gekriegt. Ja, die anderen brauchen ein Offline-Training, ganz klar. Werde ich mich auch demnächst drum kümmern. Hui, was für ein atemberaubender Kampf. Jetzt muss ich erstmal wieder zu Atem kommen. Als nächstes geht's zu Professor Kukui. Er wartet in Mali Ziergarten auf uns, richtig? Aber warum eigentlich genau da? Naja, das finden wir wohl bald heraus. Wir sind auf Hula Hula angekommen. Das ruft nach einem neuen Insel-Poké der... Ja, okay. Ja, Freunde, wir sind da auf Hula Hula. Ich würde sagen, hier machen wir erstmal Schluss und ich glaube, im nächsten Part sollen wir zu dieser Pagode. Dann bin ich mal gespannt, was uns da erwartet. Oh, und da kommt auch ein Pokémon Center. Wunderbar. Bis demnächst und ciao.